Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Episode Ark Survival Evolved, hier mit dem Eitach hier auf dieser wunderbaren, kargen Insel. Naja, so karg ist sie eigentlich gar nicht. Nee. Und ihr seht mich hier auf meinem neuen Vogel Ice Angel. Ich habe ihn nochmal weiß angepinselt und die Rüstung mal eine neue angelegt, denn wir haben heute was Besonderes vor, nicht wahr, Eitach? Ja, wir möchten mal ein bisschen Skifahren gehen. Ja, mal hier in die Alpen nach St. Moritz oder nach Davos. Da, wo es schön ist. Voll der Brüller. Wack, wack, wack. Ja, ja, ja. So, wo hockst du gerade? Ich bin auf dem Boden. Du bist auf dem Boden der Tatsachen zurückgelassen worden. Okay. Na dann, komm. Worten. Würde ich sagen, los. Wir starten mal. Und jetzt sind wir das erste Mal hier in der Gegend. Ich bin echt gespannt, was uns da erwartet. Ich hab Angst. Und wenn wir ein bisschen Glück haben, dann schaffen wir es auch, diesen Quatzeputateputitla da zu zähmen. So spricht man perfekte aus. Aussprache, ja. Oh, wie kann geil dieses sagen. Riff da unten natürlich aussieht aus der Luft, ne? Ja. Das Korallenriff. Aber ich habe übrigens vor kurzem gelesen, dass ich weiß gar nicht, wo das jetzt angeboten wird, aber irgendwer bietet das an, dass man seine Asche, nachdem man verstorben ist, irgendwie zu einer Art Stein pressen lassen kann, um daran und an dem wird dann quasi, der wird dann irgendwie ins Wasser gelassen, an dem sollen sich dann neue Korallenriffe bilden. Wahrscheinlich kommt das aus Australien oder sowas. Aber cool. Gar nicht so dumme Idee, finde ich. Hat doch dann so, gerade für die Umweltschützer, hat das noch irgendwie so, selbst im Tod machst du noch was Gutes. Oh, wieso leckt das denn wieder so? Komisch. Leck. Die ganze Zeit leckt es nicht, also ich vermute, dass das irgendwie im Aufnahmeprogramm liegt, aber egal. So. Und jetzt geht's langsam los. Ice Angel, ich bin dann übrigens völlig getarnt. Da ist ein Sarko. Ich würde sagen, den greifen wir mal an. Na toll. Warum habe ich das Gefühl, dass der Eitach gleich tot ist? Kann passieren. Während du da rumbettelst. Wir müssen übrigens in der Gegend echt vorsichtig sein. Da hätte es richtig, richtig viele fiese Tiere. Ich? Wo bist du jetzt? Ich bin direkt links hinter dir. Ah, da. Boah, wie geil diese Eisschollen da auch sind, ne? Sieht total genial aus. You're cold. Na toll. Ich habe extra die Rüstung angezogen, damit mir nicht kalt wird. Wie geil, hier die abgestorbenen Bäume. Palmen. Da ist ein Dilo und den töte ich jetzt mal kurz und nebenbei. Ja, wir brauchen ein bisschen Raw Meat. Ups, irgendwie hat er den jetzt nicht gegriffen. Nimmst du den? Dann nehme ich den anderen da hinten. Ja, wow, es leckt brutal. Ich weiß nicht warum. Nicht zu greifen. Das ist halt das Problem, wenn man im Kreis rumfliegt. So, einen habe ich. Sie. Und ich habe den anderen. Hier ist noch einer. So, dann muss ich mal kurz harvesten. Ja, mach das ruhig. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo er liegt. Da. Zack, ich. Das reicht. Mein Ice Angel sieht so cool aus, ganz ehrlich. 30 Raw Meat, ne, damit kann ich arbeiten. Jetzt gucke ich gerade mal. Hallo. Also unser Health geht schon mal nicht runter. Das ist ja gut. Also wir müssen nur vermeiden, Eiszapfen zu werden. Jo. Ja, wie geil das aussieht hier, ne? Diese Bahn, wo aus. So mega gerodet aussieht. Ist da vorne schon ein neues Dino? Flieg mal kurz hin. Die gibt's nämlich so Hirsche. Ja, das Hirsch. Ist einer. Ein Hirschdino? Ja. Siehst du ihn da direkt im Baum? Ja, 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 ja. Weil die kann man nämlich auch zähmen. Das und ist auch nur halten. Ein Hirsch. Ja, so ein Hirschdino halt. Keine Ahnung, wie die heißen. Was machen wir jetzt mit dem? Keine Ahnung. Kann man den packen? Wie ist man? Ja! Wie also geil! Komm! Weil dann versuch mal, den irgendwo mal hinzutragen, wo wir den catchen können. Wow, wie geil! Wir sind keine 5 Meter hier reingeflogen, ne? Das sieht so lustig aus. Die sind so cool, die Dinger. Ich versuch dir mal. Macht das hier Sinn? Ja, komm. Hast du Narkopfeile, ne? Ja, ich hab Narkopfeile. Dann bleib mal stehen. Genau, ich bleib mir hier stehen und guck mal, ob du ihn abschießen kannst. Ab. Genau. Das wäre so geil, wenn du ihn aus meinen Füßen quasi schießt. Achtung. Ja. Eins. Okay. Ist Schnee. Zwei. Schnee. Oh, wie geil das aussieht. Sieht so. Drei. Und er ist down. Ist unconscious. Wie geil. Oh, pass auf, da ist ein Argentavis direkt neben uns. Kann es sein, dass wir... Oh, der greift mich an. Ich glaube, der braucht Beeren.
Ja. Aber du hast da welche direkt neben dir. Aber wenn du mir mal kurz helfen könntest. Ja, warte, ich hau dem nur mal schnell die Bären. Ja, Hilfe! Okay, was brauchst du? Wo ich brauch Schützenhilfe. Kriegst du. Hier kommen nämlich, hier sind Agentarwisse. Zack. Aber ich weiß nicht, was für ein Level dann das komm ist. Zu mir, komm zu mir, du weißt ja, wo ich bin. Komm zu mir rüber, dann baller ich okay. Nach. Okay. Genau. Bam! Und down ist er. Everybody. Das ist falsches Lied. Der hat sogar Prime Meat an sich. Oh, da ist noch einer. Wow, jetzt werde ich attackiert. Ne, ich hab ihn mir, vorgenommen. Komm schon! Achtung! Ich bin übrigens der weiße Vogel. Danke. Ja, ich treffe ihn nicht. Ja. Komm her. Ich versuche ein bisschen niedriger zu bringen. Jetzt müsste ich ihn erwischt haben. Jetzt. Jawollo! Okay, also Taming-Effekt sieht gut aus. Okay. Oh, wie geil! Das wird so cool. Ja, da ist er! Wie wollen wir ihn nennen? Rudolf the Red-Nosed Reindeer. La 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 la. So, was mache ich denn mal meinem Hof? Hier sind Kristalle. Oh, geil. 9 Kristalle habe ich rausgekriegt. Mega geil. Die brauchen wir sowieso. Deswegen. Und deswegen ist das eigentlich echt cool. Gucke dir an. Rudolf. Wow, wie geil. Komm, den bringen wir jetzt noch ganz schnell nach Hause. Oh, ich bin auf einem falschen Vogel gelandet. Entschuldigung. Den bringen wir ganz schnell nach Hause. Ich möchte den ungern hier... Dann kann ich nämlich auch zu Hause dann nochmal ein paar Sachen abladen. Ich möchte nämlich ungern hier liegen lassen. Ja. Wie geil das aussieht, wie es hinter mir so schwebt. Als würde er so mega springen. Das sieht so lustig aus. Oh, wie geil. Aber ey, geile Ecke hier, das muss man ganz ehrlich sagen. Wir sind keine 5 Meter in dieses Gebiet rein. Und schon gleich das erste Vieh. Das erste Vieh gezähmt und noch nicht wirklich das gefunden, wonach wir gesucht haben. Nee, nicht ganz. Aber wir werden uns da auf jeden Fall noch ein bisschen drum kümmern. Und das wird schon geil. Das wird schon richtig geil. Aber wie geil, guck dir mal dieses Horn an. Mit dem kannst du, glaube ich, der ist so programmiert, dass du da viel Thatch, glaube ich, mitholen kannst. Okay. Also ähnlich wie die Picke bei dir oder bei uns. Ja, echt cool. Richtig, richtig cool. Mal ganz kurz passiv whistlen schon mal. Man weiß ja nie. Oh, da unten ist ein Kano. Vor unserer Basis. Oh ja. Den sollten wir vielleicht noch sicherheitshalber entsorgen. Greif ihn an. Jetzt schon? Mach schon mal ein bisschen aggressiv. Bist du schon dran? Ja. Okay. Ich komme mal mit. Können wir den tragen? Nee, ne? Doch nicht. Ach, ja, was für ein billiger Kano. Der kann ja mal gar nichts. Kriegt ja gar nichts auf die Kette, der Typ. Weichei. So. Also, jetzt in dem Fall. Jetzt noch mal ein paar Sachen abladen, die wir nicht brauchen. Ganz weil ich hab so viel Zeug, was ich eigentlich gar nicht mitnehmen brauche. Ich habe so viel Prime Meat jetzt bei mir. Ich weiß gar nicht, was das jetzt. Wir müssen uns nämlich ein bisschen frei machen, so blöd es klingt. Das klingt weil, so ja, genau. Weil, warum eigentlich? Damit wir eben die ganzen Sachen tragen können, wie zum Beispiel Kristall oder so, dass wir nicht alle 5 Minuten wieder zurück müssen. Macht das Sinn, wenn ich das Prime Meat? Oh, wie viel Fleisch? Was ist denn jetzt passiert? Nein! Was ist los? Ich hab den Cowboy-Hut auf. Warum hab ich den Cowboy-Hut auf? Oh Gott. Und, oh nein. 1 Minute 18, 12 Minuten, naja. Das ist doch kacke, jetzt ist der Pelzhut da weg. Ich weiß nicht, ob das Prime Meat wirklich Sinn macht. Komm, das Prime Meat, das lass mal lieber spoilen. Das kriege ich noch nicht lang genug haltbar. Ach, verdammte Axt. Kann man hier nicht irgendwie was machen draus aus dem ganzen Charcoal da? Das ist ja unfassbar. Ich könnte. Ich glaube, die kannst du aber nochmal irgendwie trennen, aber ich weiß nicht wie. Ja, das ist die Frage. Wahrscheinlich mit Tab gedrückt halten oder sowas. Naja. Eieieiei. Was für ein Start in die Folge hier. Ich mache mal das Ganze. Nein!
Irgendwas habe ich da gerade weggeworfen, was ich nicht wegwerfen hätte sollen. Los, Ice Angel! Okay, muss man da vielleicht auf Transfer All Items drücken? Nö, nö. Prime Meat. Da. Huh! Die Rüstung verloren aus Versehen. So, was machen wir mit dir? So, zack. So, ich bin ready. Ich nicht. Ich bin wirklich noch nicht ready. Erstens habe ich nochmal Narkotics gemacht, aber was mache ich jetzt mit meinem blöden Hut? Auflassen, sieht doch witzig aus. Ja, hoffentlich hält er auch warm. Red Poop. Den haben wir übrigens mal kurz in der Aufnahmepause gezähmt. Sieht ganz witzig aus. Wie bin ich auf den Namen gekommen? Relativ simpel. Der gute Mann hat sich eingeschissen, als ich ihn benennen wollte. So. Unsere Dinos sind alle bereit. Muss noch ein bisschen leveln. Ich habe nämlich das Weight nochmal hochgeschraubt. Jetzt Agentabis hat fast 500 Weight. Das hat meiner auch schon, aber das geht schneller weg, als man sich denken, als man Weight sagen kann. So. Los geht's. Ready, oder? Jo. Und dann düsen wir. Oh, guck mal, jetzt ist einem richtig warm. Ein Tag mit der schweren Rüstung hier ist einem richtig warm. Ich flieg schon mal, denn sonst... Ich bin hinter dir. Danke. So. Otherwise, we will get some problems. Otherwise. Das ist das Nachbarland von Aserbaidschan. Ja, Otherwise. Otherwise und Aserschwarz. So sieht's aus. Also ich sehe, wir verstehen uns. Oh, ich habe mal kurz beim Fliegen geschissen. Ich hoffe, du bist nicht durchgeflogen. Das wäre schon richtig ekelhaft. Alles gut. Was ist denn das für ein Strahl eigentlich? Na egal. Das ist der berühmte Mittelstrahl. Aber was suchen wir jetzt eigentlich? Wir suchen eigentlich diesen Quatzelo irgendwas. Ja, ich wette, der ist ganz oben. Ja, der ist nämlich auf den Höhenregionen zu Hause. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, da sollten wir als erstes hin. Ich muss mal das Kamera runterschrauben, hier leuchtet alles. Ich glaube, ich bin ein bisschen langsamer als du. Das kann sogar sein. Ich habe nämlich nur meinen Movement Speed ein ganz kleines bisschen erhöht. Ja, ich habe nur 102%. Aber guck dir mal diese Gegend an, wie geil das aussieht. Sieht einfach nur geil aus hier. Ich muss das Gamma ein wenig runterschrauben. Naja, das blendet richtig, ja, ne? Ja, das ist echt heftig. Wie geil hier da diese Bucht. Hier auch mit diesem Vorsprung, wo dann plötzlich die ganzen Zahnstocher darunter hängen. Zahnstocher? Die Eiszapfen. Hier wäre natürlich auch so eine Zweitbasis relativ nice. Stimmt. Hier vorne auf diesem Vorsprung. Taekwondo-Dos! Muss ich mal ganz kurz einen catchen. Fast ins Wasser. Voll. Ups. Verschuldigung. Dann sind die los. Was haben wir denn da? Da ist noch so ein Hirsch. Ach, das ist ein Argentavis. Dach grad, was läuft denn da so komisch? Ja, hier sind ganz viele Hirsche, die kommen hier hauptsächlich in dieser Region vor. Du musst aber aufpassen, hier gibt's auch Wölfe. Wow. Die. Den wollen wir uns nicht anlegen. Heißen Dire Wolves. Und die sind auch schon in dieser Werewolf Gegend. Vielleicht? American Werewolf in Paris. Könnte der neueste Titel sein von Porno von Paris Hilton. Mal ganz kurz Stamina regenerieren. Also bist du irgendwo gelandet, schätze ich. Ja, ich bin direkt neben dir quasi. Machen wir das auch mal. So. Und hier ist übrigens die Stelle, an der wir in der letzten Staffel die Bude bauen wollten. Stimmt. Sieht ein bisschen unwirklich aus inzwischen. Das ist richtig. Also ich weiß nicht, ob wir da glücklich geworden wären nach dem Patch, aber wahrscheinlich hätte uns alles abgerissen. Mit der Kapriole. Von dem her, ich sag mal Glück im Unglück, dass wir sowieso neu gestartet haben. Da. Ich bin ready. Jo. Du auch, offensichtlich. Wo bist du? Ah, direkt hinter mir, okay. Ich würde sagen, wir fliegen jetzt mal da hoch und gucken, ob wir da irgendwo was finden. Da wäre ich auch für. Na, das wäre so geil. Hoffentlich finden wir viel Metall und Zell. Nee, das Metall ist jetzt gar nicht das Wichtige bei mir in meinen Augen.
Das Metall können wir sowieso nicht so viel tragen, wie ich es mir wünschen würde. Das ist natürlich richtig. Ja. Wir haben in der kurzen Pause auch knapp über 200, also fast 200 Metall geholt. So um die 160 rum. War schneller weg, als wir gucken konnten. Das Craften kommt. Was ist da unten? Oh, sind das da unten die Wölfe? Guck mal, da ist ein ganzes Rudel. Oh ja. Das macht Sinn. Ein Skorpion. Skorpion, zwei. Ankylosaurus. Oder ja, nein, das ist ein Säbelzahntiger. Ist das Säbelzahntiger? Ein Säbelzahntiger. Ja, ja, das ist ein Säbelzahntiger. Okay. Also Wölfe wären natürlich auch geil. Die kann man auch zähmen und reiten. Ich glaube, die brauchen nicht mehr. Die kämpfen da gegen einen schwarzen Agentavis. Süß. Warum der Agentavis ich nicht einfach legge hier rum. Was machst du da? Ich guck mir das gerade an. Also ich dachte, und Agentavis ist tot. Ich dachte, du kämpfst da mit. Mach ich jetzt auch. Es geht da hinten ab. Wow, was ist jetzt los? Bist du wieder mitten im Kampf? Oh, hier oben hat's einen schwarzen Mammut. Alter, da sind drei Agentavis am Fighten mit dem Skorpion. Nein, ich seh's. Nehme Mammuts. Hier sind sogar vier Mammuts. Nicht schlecht. Krasser Scheiß. Naja, ein bisschen Pelz mitnehmen wäre gar nicht schlecht. Dann könnte man unsere Rüstung nämlich reparieren, falls was dran kommt. Ja, wir haben ja noch ein bisschen was. Aber ich würde jetzt sagen, wir gucken uns erstmal hier nach den großen Viechern um. Mein Gott, das ist immer so schwierig. So, wenn jetzt so man wird immer abgelenkt. Hä? Man wird auch immer ganz schnell abgelenkt von anderen Tieren. Das ist wahr. Aber die müssten eigentlich irgendwo hier oben sein. Habe ich gehört. Und schon wieder ein Leck. Da ist so ein goldener Stein. Ja, das ist, da kommt dann, glaube ich, extrem viel Metall raus. So, und hier ist ein Punkt, wo wir dann so eine Brutmutter beschwören können. Mhm. Können wir jetzt natürlich nicht, aber wir können eigentlich mal kurz hingehen. Mal gucken, wie das so aussieht. Ich glaube, wir hatten das schon mal gesehen irgendwo. Hier gibt es ein Podest. So, kann ich hier landen? So, mal kurz hier das anschauen. Brrr, ist das frostig. Und da muss man halt diverse Utensilien reinbringen. Gucken wir uns das mal schnell an. Artifact hier. Of Devourer, of Skylord, Clever, Massive, Pack, Hunter, Sauropod, Vertebra. Genau, und das sind alles hier diese rechts, die ganzen Megalodon-Tooth und so ein Scheiß. Das muss man alles bringen, um diese Brutmutter zu beschwören. Also wir haben da... Aber was bringt einem das, wenn man die beschwört? Die kann man dann töten. Das ist so quasi das Ziel des Spiels, das zu machen. So. Und davon gibt es eben, ich glaube, vier oder fünf Stück. Boah, diese Aussicht von hier oben, ne? Für uns jetzt momentan ein wenig uninteressant. Die Aussicht. So, diese komplette Region, das ist alles Schnee und Eis. Jetzt müssen wir nur diese Fliegeviecher finden. Ja, aber ich glaube, ich kenne auch einen anderen Fleck, wo die rumeiern. Dann auf geht's. So. Gucken wir mal. Drückt die Daumen. Was ist denn da? Ah, da sind Wölfe. Oh, leck mich am Arsch, sind das viele Raptoren da. Oh ja. Eins, zwei, drei, vier. Vier Raptoren, zwei Wölfe. Säbelzahntiger. Da ist noch ein fünfter Raptor. Gottes Willen. Ich sehe gar keinen Wolf. Ah ne, das sind die Säbelzahn... Das ist ein Säbelzahntiger. Keine Ahnung, Wölfe. Sehen die vielleicht identisch aus? Man weiß, wir wissen es einfach möglich, nicht. Möglich, aber sieht schon stark eine nach solche, Säbelzahntiger eine aus. Solche Option geben es natürlich auch noch. Babytool. Was ist denn das? Das sieht so silbrig aus. So. Ich habe ein bisschen Höhenverlust hier gehabt. Wie geil dieser Übergang jetzt ist, ne? Ja. Hier siehst du dann den einen See, auf der einen Seite mega bewaldet, und auf der anderen Seite ist einfach nur eine nahezu unwirkliche Landschaft hier bei uns. Ja. Hier willst du nicht festhängen, ne? Ich glaube, hier hast du echt deine Heidenfreude. Mein Gott. Das ist richtig geil hier. Was natürlich optimal wäre, wäre direkt an so einer Grenze. Na gut, wir sind ja gar nicht so weit weg von dieser Grenze. Was sind das da? Tyranno? Ein T-Rex. Wie süß.
Was macht denn der? Der schnabuliert gerade irgendwas. So, mal ganz kurz auf die Karte schauen. Da hinten ist ein Raptor. Okay, wir müssen, glaube ich, ein bisschen hier die Richtung lang. Oder bin ich falsch? Ah, guck dir die Karte an. Ne, wir müssen in die andere Richtung. Theoretisch. Toll. So. Haben wir die Karte nicht angehoben. Wo bist denn du? Hinter dir. Wo? Ah, da. So, wir fliegen doch einfach mal den Fluss lang, weil ich habe welche gesehen. Ich habe mal in einem Video zumindest gesehen, dass die hier in diesen Flüssen irgendwo unterwegs sind. Aber es ist nicht so einfach zu finden. Wir müssen einfach nach ganz, ganz, ganz großen Vögeln Ausschau halten. Wie geil sie da alle Skispielen. Alle. Jo! Sah schon ziemlich nice aus. Naja, Uwe. Ach, ein Brutto ist das. Ich dachte schon. Ja, liebe Freunde, dann würde ich sagen, dann gucken wir, dass wir in der nächsten Folge mal das große Viech finden. Oder, beziehungsweise, wir suchen, weißt du was, wir suchen das Viech einfach kurz. Diesen Quatzlo irgendwas. Und dann melden wir uns in der nächsten Folge, sobald wir das Viech gefunden haben. Ja, ich glaube, das ist am besten. Und ja, macht's gut. Bis dann. Peace out. Tschüssi.